cosa dice? Auf jeden Fall kommt es jetzt auf jede Minute an. Wenn wir ihn haben, was machen Sie dann mit ihm? Der Mann muss sofort operiert werden. Hier? Sind Sie denn auf sowas eingerichtet? Nein, natürlich nicht. Aber ein Krankenwagen ist bereits unterwegs. Il suo marito è veramente in pericolo di morte. In pericolo di morte? Ma cosa dite? Ma non è possibile. Non è vero. Ma dica che non è vero. Giuseppe, dobbiamo trovarlo prima che sia troppo tardi. Ma perché state qui e non fate niente? Oddio, devo fare qualcosa. Io devo fare qualcosa. Frau Gabbiano fragt, was sie tun soll. Sagen Sie bitte, sie soll mitkommen. Qui parla Angelica Gabbiano per suo marito. Giuseppe, sono io. Ti prego, devi chiamare urgentemente il telefono interno 352. Ti prego, chiama immediatamente il telefono interno 352. Nochmal, si soll's nochmal sagen. Ancora una volta, prego. Giuseppe, sono io, sono Angelica. È molto importante, devi chiamare immediatamente il telefono interno 352. È urgentissimo, tu stai male, non fare stupidaggini. Tu stai molto male, è questione di vita o di morte, hai bisogno di un medico. Ganz schön viel los auf dem Affenfelsen. Ja, ist ja auch falsch. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich habe den Italiener. Ma perché non telefono? Offensichtlich sollte er das Rauschgift in eine Reisetasche schmuggeln. Und um ganz sicher zu gehen, hat er es dann in diesen Parisern geschluckt. Hat sie was gesagt, ob er das professionell macht? Sie sagt, er hatte keine andere Wahl, was immer das bedeuten mag. Ja, Bronnen? Ja. Ja, er trägt einen braunen Mantel. Ja, eher klein gewachsen, drahtig. Ja, das ist er. Danke, Ronny. Wir haben ihn. Er ist auf dem Dach vom Hauptgebäude. Ma cosa dice? Suo marito è stato visto. Dove? Sul tetto. Allora andiamo. Si siede. Calma, signor. Calma. Polizei, Feuerwehr und Krankenstation benachrichtigen. Alle Eingänge besetzen. Ich leite den Einsatz. Warum dieses Massenaufgebot? Der Mann ist halb tot. Der war vorhin auch schon halb tot und hat Bertolt glatt über den Haufen gerannt. Das ist ein Mensch in Todesnot, Herr Born. Herr Pfarrer, das ist ein Dealer. No. Cosa fa? Con quella pistola? Dove va? Dove va? Non vuole ammazzare. Signora! Hier, Wolf! Die Knarre runter, Born! Kommen Sie nicht näher, oder ich springe! No! Giuseppe, non ti buttare, non farlo! Aiutami! Io sto male! Non voglio andare in galera! Aiutami! Von mir aus kann er springen, aber vorher brauche ich noch eine Aussage. Gabbiano, haben Sie Ihre Frau nicht gehört? Bleiben Sie, wo Sie sind! Einer der Container in Ihrem Körper hat sich geöffnet. Diese billigen Tricks sind selbst in Sizilien aus der Mode. Merken Sie denn nicht, wie das Blut bereits von dem Gift verseucht ist? Bleiben Sie stehen! Ich springe! Ti dice la verità, ti vuole salvare, non ti buttare. Voglio andare in prigione io. Lasciami stare, lasciami. Ich komme jetzt näher, Gabbiano. Nein, ich springe. Na gut, dann springen Sie, der Effekt ist dasselbe. Gabbiano, aber wenn Sie nicht springen, dann brauchen Sie rasche ärztliche Hilfe. Gabbiano, Sie sind doch am Ende. Nein. So oder so. Normale. Wenn Sie mit mir gehen, voglio andare in prigione. Haben Sie eine Chance? Bleiben Sie stehen. No. Komme jetzt, Gabbiano. Es geschieht Ihnen doch nichts. Na gut, Sie werden verhaftet. Aber dafür leben Sie, Mensch. Ruhig, Gabbiano. Geben Sie mir Ihre Hand. Seien Sie ganz ruhig, Gabbiano.
alles wird gut. Auf Ihre Aussage! Kehren Sie jetzt nicht den Bullen aus! Morgen! Please, Mr. John Chalmers.